den Verfassungsentwurf und George Washington, der aus dem Fenster guckt. So, gucken wir uns erst einmal den Verfassungsentwurf an. Hui, schon fast voll. Nehmen können wir ihn nicht, oder? Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Okay. Da ist eine goldene Feder. Hey, Finger da weg. Die bräuchten wir, weil wir brauchen ja Gold. Und wir haben George Washington, der gerne raucht. Entschuldigung. Ja? Boah, du siehst aus wie George Washington. Boah, du siehst aus wie George Washington. Laut Mrs. Washington sogar ziemlich. Mein Name ist Hoagie. Weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Weiß Mrs. Washington, dass du so viel Make-up trägst? Man muss Make-up tragen, wenn man so oft in den Medien ist wie ich. Es ist ziemlich sicher, dass ich bald Präsident bin. Was meinst du? Soll ich der Ökologie- oder der Bildungspräsident werden? Hängt davon ab, wie viele Kirschbäume du gefällt hast. Hängt davon ab, wie viele Kirschbäume du gefällt hast. Nun, ich bin in der Tat der Holzfäller. Man erzählt sich immer noch von meinen Heldentaten. Würdest du mir das mal demonstrieren? Würdest du es mir mal demonstrieren? Warum sollte ich? Hast du wirklich Holzzähne? Hast du wirklich Holzzähne? Ja, ich benutze künstliche Zähne. Ich finde sie besser als die ordinäre Emaille-Version. Super, womit putzt du die denn? Super, womit putzt du sie denn? Ich benutze eine Zahnbürste, wie jeder andere auch. Und Holzpolitur natürlich. Schmeckt das nicht schrecklich? Schmeckt das nicht schrecklich? Nicht, wenn man sie vorher rausnimmt. Mein Onkel Henry hat auch falsche Zähne. Wo kann man die bekommen? Wo kann man die bekommen? Sie sind ziemlich teuer. Meine wurden für mich von meinem Freund Paul Revere gemacht. Ist er nicht auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Genau, das war der, der vor den Briten gewarnt hat, soweit ich weiß. Ist er nicht nackt auf einem Pferd durch die Stadt geritten? Ich glaube, da verwechselst du etwas. Mein Onkel Henry hat auch falsche Zähne. Mein Onkel Henry hat auch falsche Zähne. Beeindruckend. Wonach hältst du Ausschau? Wonach hältst du Ausschau? Die Zukunft unserer Nation. Ein System freien Handels mit Chancengleichheit? Ein System freien Handels und mit Chancengleichheit? Nein, nein. Ich bewundere nur mein Spiegelbild im Fenster. Schön, nicht? Okay, ich hau jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Also, wir müssen ihn dazu bringen, einen Kirschbaum umzuholzen. Reden wir erstmal mit John Hancock. Jupp. Hallo? Was ist los? Hast du einen Schluck auf? Genug von den öffentlichen Reden? Hast du einen Schluck auf? Nein, ich friere. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Warum ziehst du nicht eine Jacke an? Ich hab's gerafft, also warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Er gibt den Holzblock hungernden Kinder? Du meinst, es ist eine Art Wachstumssymbol oder sowas? Wer will schon einen Holzblock in der Zukunft? Wer will schon einen Holzblock in der Zukunft? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre, bekämen wir ein Feuer. Die Decke brauchen wir auf jeden Fall. Also müssen wir ein Feuer hier machen. Warum unterschreibst du so groß? Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Okay, was macht ihr Jungs was hier? Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine schreiben die Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum ziehst du nicht deine Jacke an? Warum ziehst du nicht eine Jacke an? Ich trage einen Mantel, Dummkopf. Ich habe auch diese Decke und friere trotzdem noch.
Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Schau, wir haben schwer zu tun. Wir können uns das schließlich nicht einfach so aus dem Kopf saugen. Wir müssen darüber nachdenken. Worüber denkt ihr gerade nach? Würdest du über einen Wollpullover nachdenken? Mensch, die neueste Ausgabe von Rädern auf Bier ist da. Ich dachte über etwas näher an meinem Herzen nach. Hallo, Tom? Thomas. Können wir einen Artikel reinbringen, dass die Regierung jeden mit Wollpullis versorgen muss? Oh, bitte. Kannst du nicht mit dem Jammern aufhören? Wärst du mit Washington in Valley Forge gewesen dann? Ja, schon gut. Siehst du, womit ich klarkommen muss? Okay. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ich muss gehen. Okay. Da ist eine Zeitkapsel. Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Ist aber eine Zeitkapsel. Hallo, Jefferson. Hey, großer langer Mann. Mein Name ist Hoagie. Sehr interessant. Ich bin selbstverständlich Thomas Jefferson, berühmter Gelehrter, Musiker, Reiter, Student der Wissenschaften, Mitglied der Bar. Oh, sicher. Ich habe von dir gehört. Was ist da drin, Tommy? Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Könntest du bitte ein Feuer machen? Ich würde dir gerne helfen, junger Mann, aber es geht nicht. Das ist der einzige Holzblock und er ist für die Nachwelt. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Sagte ich schon, dass du da tolle Sachen trägst? Nun ja, ich studierte in Virginia Mode und Design mit dem Hauptfach Kragentheorie. Ich war Kapitän der Hochschul-Halstuchmannschaft. Das ist wirklich imponierend, Tom. Thomas. Also ja, komische Leute. Ich liebe deine Arbeit über die Unabhängigkeitserklärung. Ach, danke. Was hat dir am meisten gefallen? Ich mochte die S, die wie Fs aussehen. Ich mochte den Wir sind das Volk-Teil. Das steht nicht in der Erklärung. Moment, das ist nicht schlecht. Das könnten wir brauchen. Hey, sag mal, ist das die Verfassung? Genau. Jetzt, wo unser Anführer uns mit seiner brillanten Staubsauger-Idee inspiriert hat, geht es richtig los. Ja, die Staubsauger-Idee. Wir haben gerade Verbesserung 425 beendet, die das Herumlungern an jedem zweiten Donnerstag verbietet. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Herumlungern. Ja, ich sag jetzt, das Spiel ist kaputt. Okay, was ist da drin, Tommy? Thomas, mein Name ist Thomas und dies, mein Freund, ist eine Zeitkapsel, gefüllt mit Erinnerungen an unsere Zeit, um später entdeckt zu werden. Und wie geht's der Zeitkapsel? Tut mir leid, es zuzugeben, aber außer meinem Holzblock haben wir nichts anderes. Bis später dann. Was? Was passiert später? Nichts erstmal. Okay, wir haben hier eine Zeitkapsel und wir brauchen ja Essig. Aber wir haben nur Wein, also geben wir den Wein an Jefferson, dass er ihn in die Zeitkapsel packt. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui! So, nächster Schritt. Wir gehen erstmal wieder hier raus. Denn jetzt müssen wir mehrere Sachen noch erledigen. 400 Jahre später. Holt mich hier runter! Ja, Laverne hängt immer noch da oben fest. Das ist eine der Sachen, um die wir uns jetzt kümmern müssen, langsam mal. Deswegen gehen wir jetzt erst einmal zurück zu den Toiletten. So. Gut. Das falsche Gebiss haben wir. Wir haben die rote Farbe, damit die können wir mit dem Kumquatzbaum benutzen. So. Und jetzt haben wir einen Kirschbaum. Sieht jetzt besser aus. Genau. So, wir haben Öl, wir haben Spaghetti, wir haben einen Eimer. Aber immer noch keine Seife. Gut.
Die rote Farbe müssen wir jetzt zu Bernhard bringen. So. Denn der hat auch noch ein paar Sachen zu erledigen. Also erst einmal nimmt er die rote Farbe aus dem Klo. Und jetzt gehen wir hoch zurück zur Fernsehstation. Beziehungsweise erst einmal, also was heißt zur Fernsehstation, zur Überwachungsstation. Weil da haben wir ja die Statue jetzt sabotiert, sozusagen. Ich armer. So, erstmal geben wir den Brief. Hey, hier ist ein Brief für dich. Für mich? Wahrscheinlich noch eine Absage. Na gut. Sie sind brillant. Tolles Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. So, so sind wir schon mal den losgeworden. Wir haben hier sein pokerspielende Hunde. Mein Vater hat auch so eins. Und Reste. Die wir uns ansehen können. Da wachsen ja schon Pilze drin. Nein, die wollen wir nicht haben, die Reste. Wir wollen die Scherzpistole auf jeden Fall haben. Oder brauchen wir die Reste? Ich guck mal, ob wir sie mitnehmen können. Das werde ich auf keinen Fall anfassen. Gut. Man merkt also, er war schon sehr lange da drin. So, nächster Schritt. Was wir mit Bernhard machen können. Also erstmal ist Dr. Fred hier und... Dr. Freds Büro. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Genau. Wir müssen sie erstmal loswerden. Und diesmal können wir das auch. Tschüss. Wie sagt man so schön, wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Genau, das hatten wir das nicht vorhin, dass das Purpur-Tentakel tun würde? Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe Angst vor ihr. Okay, Edna könnte zurückkommen, besser nicht. Wir benutzen jetzt erstmal das Videotape mit dem Band und schauen uns den Monitor an. Würde ich mal sagen. So. Genau. Und drücken auf Aufnahme. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. So, und weg ist Dr. Fred und wir haben die Aufnahme. Die können wir nun abspielen. Das Band ist am Ende. Naja, wir müssen erstmal zurückspulen. So, und dann können wir die Aufnahme abspielen. Ja, mit der creepy Musik. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Ja, das war die Aufnahme. Zurückspulen. So, und dann schalten wir hier auf Zeitlupe um. Und spielen ab. Gut, Kombination ist 101. 999 57. Ja, auf langsam ist das noch alberner. Okay. Dr. Fred Edison, Steuer, Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Tja, und auf langsam sagt er was anderes. So, eject. So, holen wir uns das Band und gehen weiter. So, wir wollen jetzt erst einmal in sein Büro und uns den Vertrag holen.